Ich frage mich immer, was das heißt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was heißt denn das? Und ob das Hoffnung? Soll das Hoffnung geben? Ja? Dann möchte ich wissen, bitte, was? Wenn alles tot. Die Hoffnung nicht. Ja, was daran Hoffnung? Was ist denn dann? Das möchte ich wirklich wissen. Nach der Hoffnung. Ich sitze und schaue den Rest vom Tag. Beim Fenster schaue ich raus, den ganzen Tag. Gibt's nichts zu sehen. Nur einmal kurz ein Fuchs. Ganz dünn und mager. Schatten nur von einem Tier. Und bei der Hecke wühlte Müll. Den Kopf ganz tief. Liegt schwerer Hunger drauf. Dann sehe ich's rascheln in den Bäumen. Hören kann ich's nicht. Nur rascheln sehen. Und wie ein Kopf, ein brauner großer, zwischen Bäumen kommt hervor. Aus dem Geäst gesträuch vier lange dünne Beine durch das Gras und steht im Garten drüben, steht ein... Steht einfach so. Hirsch und riecht und steht und schaut mit riesig schwarzen Augen. Schaut mich an. Kommt ein zweiter aus den Bäumen und schaut zum Fenster rauf. Schauen, 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 schauen beide rauf. Was wollt ihr denn? Was wollt denn ihr von mir? Hört auf, ich gehe aufs Klo. Da sehe ich sie, wie sie die Straße her und zu aufs Haus, aufs Otto-Linde-Haus und in den Garten rein beim Tor und kurz im Garten stehen im Gras, wo vorher noch die Hirsche. Dann in das Haus, ins Otto-Linde-Haus, die zwei. Der lange und der kurze. Wo bleibt ihr denn? Ich war die ganze Zeit. Die ganze Zeit allein. Verdammt. Wo seid ihr denn geblieben? Ihr, so lang. Das war nicht abgemacht, dass ich so lang auf euch und ihr nicht kommt und ich alleine warten muss. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit davongelaufen mir. Franz? Karl? Wo bleibt ihr denn?